Nach der Hinspielniederlage 31:25 im EHF-Pokal-Viertelfinale gegen Frisch auf Göppingen brauchte der SC Magdeburg einen Sieg mit mindestens 7 Toren. Es sollte ein spannendes Spiel werden. Auch die Fans der beiden Mannschaften waren schon von Beginn an höchst motiviert. Das erste Tor der Partie erzielten die Göppinger. Lars Kaufmann erhöhte den Vorsprung für seine Mannschaft. Aber der SCM wollte ins Final Four und so kämpften sie ebenfalls von der ersten Minute an. Nach 6 Minuten erzielte Michael Haas im Gegenstoß die erste Führung. Und die erste Führung, 3-2-6. Die grün-rote Energie war von Beginn an voll da. Schon nach dem 4-3 durch Matthias Musche lebte wieder die grün-rote Wand. Und das 4-3, 8. Minute. Doch dann schlichen sich kleine Fehler beim SCM ein, die Göppinger für sich sehr gut nutzen konnten. Und so gingen sie mit dem 4-5 noch einmal in Führung. Fünfter Treffer Göppingen, Torschütze. Die Magdeburger kämpften weiter. Torhüter Yannick Green behielt mehrmals im Spiel die Nerven. Und trotz Unterzahl erzielte unser Bad Boy Finn Lemke die erste 3-Tore-Führung. Kurze Zeit später warf Robert Weber, der in der ersten Halbzeit 7 Tore beisteuerte, die 4-Tore-Führung. Der SCM brauchte nur noch 3. Die Gegner behielten die Nerven und nutzten die Fehlpässe des SCM aus, um ihren Rückstand weiter zu verkürzen. Marcel Schiller mit dem 14-13. Schon die erste Halbzeit war knapp und spannend. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Michael Damgaard wieder eine 4-Tore-Führung. In Halbzeit 2 brauchte der SCM also nur noch 3 Tore aufholen. Und das taten sie auch. Die zweite Hälfte war 4 Minuten jung und da warf rechts außen Robert Weber zum 20-14. Und die grün-rote Wand stand. Dann war es soweit. Nemanja Zelenovic hebt ab und versenkt den Ball zum 21-14. Ab diesem Zeitpunkt führte der SCM mit 7 und wäre somit im Final Four. Der Göppinger Trainer reagierte und nahm eine Auszeit. Und sie half auch. Tim Kneule verkürzt den Rückstand. Aber der SCM-Torhüter Yannick Green verteidigte in seinem Tor, wie so oft in diesem Spiel, erfolgreich die Führung für den SC Magdeburg. Und im Gegenzug schaffte es Nemanja Zelenovic, dass der SCM mit einem Bein im Final vorblieb. Und 40. Spielmacher Marco Besiak warf zur 7-Tore-Führung. Der SCM hatte es ab jetzt in der Hand. Das Final Four war nicht mehr weit. Nun folgten die letzten entscheidenden 10 Minuten. Und die Frage war, wer darf Pfingsten nach Nantes fahren? Der SC Magdeburg oder Frisch auf Göppingen? In der Schlussphase hatten die Grün-Roten nicht immer die Schiedsrichter auf ihrer Seite. Den Göppingern unterlief ein Fehlpass und Marco Besiak schnappte sich den Ball. Dies wurde allerdings von den spanischen Schiedsrichtern abgepfiffen. Und SCM-Trainer Bennett Wiegert bekam 2 Minuten. Göppingen nutzte diese Phase aus und verkürzte seinen Rückstand. Und so waren sie wieder dem Final Four näher. Auch das letzte. Das 29. SCM-Tor von Michael Damgaard half da nichts mehr. Am Ende konnte der SCM seinen 7-Tore-Vorsprung nicht halten und die Göppinger kamen sogar nochmal auf 2 Tore heran. Nach 60 Minuten Kampf zog Frisch auf Göppingen ins Final Four ein. Der SCM gewann zwar das Rückspiel mit 29-27, aber durch die -6-Niederlage in Göppingen verpasste der SCM den Einzug. Zeit zum Trauern gibt es nicht, denn am Wochenende steht das Rewe Final Four im DAB-Pokal an. Ab 17.45 Uhr kämpft der SCM gegen den Bergischen HC um den Finaleinzug. Und hier die Stimmen zum Spiel. Ja, die zweite Halbzeit, die startet natürlich nicht gut für uns. Da sind wir gleich 6-7 Tore hinten. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal 8 Tore waren. Wir wussten, wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen kämpfen und sind immer wieder rangekommen. Und am Ende war wahrscheinlich auch das gewisse Glück auch bei uns auf der Seite. Lars macht eine unglaubliche zweite Halbzeit am Schluss, wirft ein Tor nach dem anderen und ja, ich denke, wir haben einfach durch den Willen haben wir nicht gewonnen, aber dann sind wir deshalb ins Final Four eingezogen.
Das ist schwierig zu sagen. Wir haben mehrere Chancen im Spiel gehabt, auf plus 8 zu gehen, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall viele gute Momente gehabt, wo wir so ganz schnell 2-3 Tore gemacht haben und das Gefühl hatte, dass das Spiel unser war. Und ja, im Großen und Ganzen waren wir auch, haben wir alles richtig gemacht. Nur wenn wir die Chance hatten, auf plus 8 zu gehen, haben wir das leider nicht geschafft. Aber ja, schwierig was zu sagen. Köppingen hat das ja mit gutem Kopf gemacht, würde ich sagen. Robert, mit Sohn Leo ein bisschen Trost durch Leo? Immer. Also das ist mein Ein und Alles. Das baut schon immer wieder auf. Wir haben gewonnen, leider nicht die Runde weitergeschafft. Und es ist immer ein Trost für mich. Wenn ich sage, meine Familie, da sieht man dann, was das Wichtige im Leben ist. Und wenn so ein kleiner Bandit dann dich anlächelt oder dir ein bisschen auf die Nerven geht, dann bringt das schon ein bisschen wieder ein bisschen Ruhe rein. Ihr habt 24-17 geführt, könnt auf 8 Tore wegziehen. Woran lag es aus deiner Sicht? Ja, wir haben dann versucht, irgendwie zu overpacen, haben dann versucht, alles in einem kaputt zu machen, haben dann ein paar, für meinen Geschmack, Pfiffe gegen uns bekommen. Das für zu Hause hätten wir die Hilfe natürlich auch gebrauchen können, haben wir heute leider nicht. Und ich glaube, dass wir in Göppingen schon diese Ausgangsposition nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwer gemacht haben. Wir versuchen natürlich alles, was wir können, aber im Moment sind wir natürlich wütend, enttäuscht. Also das ist... Das tut weh, weil wir hatten eine gute Möglichkeit, auch wenn wir haben ja schlecht in Göppingen gespielt, aber heute haben wir eigentlich kein gutes Spiel gehabt. Deswegen tut es noch mehr weh, weil wir hatten die Chancen, aber wir müssen uns einfach so gut wie möglich vorbereiten auf das nächste Spiel und dann geben wir alles in Hamburg.